das da aus. Das ist der beste Glossy Box Sale meines Lebens. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder vielleicht sogar neu auf meinem Kanal. Heute habe ich hier ein Päckchen, das ich... Oh, ich war so neugierig, Leute. Ich hoffe, ihr seid auch neugierig und habt Freude an dem Video, denn ich war schwach. Vielleicht habt ihr Spaß an meiner Schwäche. Ich habe beim Glossy Summer Sale zugeschlagen. Also an dem Spring Sale kam ich ja noch so ein bisschen vorbei, aber am Summer Sale war ich dann leider, wie ihr seht, lost. Ich habe ein 5er Bundle dort bestellt. Ich meine, der Sale ist auch noch, wenn ich euch das filme. Wenn ja, packe ich euch da den Link natürlich unten rein. Wie gesagt, ich habe nur ein 5er Bundle bestellt. Es gab auch 4er und 3er und tralala. Und habe mit nochmal 10% gespart. Mit Sale 10. Schreibe ich euch auch unten in die Infobox. Wenn es sich lohnt, ihr die Boxen haben möchtet, könnt ihr ja dann zuschlagen. Ich bin mega, mega gespannt, was wir drin haben. Denn Glossy Box hat extra bei diesem Sale, und das war auch so ein kleiner ausschlaggebender Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich schlag zu, extra dabei geschrieben, dass es nur Boxen aus 2024 sind. Ne? Also müssten es ja vergangene Boxen sein aus diesem Jahr. Und wir hatten ja in den anderen Sales immer mal so ein paar... Ich muss immer lachen, auch bei den Kommentaren, die ihr dann so süß schreibt. Wirklich so eingestaubte Boxen aus 2022. Und dann waren halt auch manche Produkte, die schon abgelaufen waren. Und ich sage immer, ich bin da jetzt nicht so krass schlimm drin, weil ich selber halt auch ja da nicht so pingelig drin bin. Aber eigentlich, ihr habt recht, es sollten halt, wenn man... Geld für bezahlt, dann sollten sie es wenigstens halt immer dabei schreiben. Und wie gesagt, jetzt haben sie dabei geschrieben 2024. Also wir lassen uns mal überraschen. Ich glaube, kriege ich den Karton überhaupt so auf? Ja. Einmal sagte sie und hat nur ein Stück Zettel hier in der Hand. Wo ist denn hier? Lieber, komm her. Das war ein Pinsel. Schärchen am Start. Und dann öffnen wir das Ganze. Also ja, es ist mein Glossy Sale. Ich dachte nicht, dass ich, vielleicht habe ich irgendwas bestellt, habe es vergessen. Ist gar nicht Glossy Box, ist irgendwas anderes. Nein, es sind Glossy Boxen drin. Und das Ganze kommt ja dann immer in einem größeren Karton. Ich sehe eine schmale Box, zwei schmalere Boxen. Das heißt, wir haben auch ausländische Boxen mit dabei. Ich bin super gespannt. Natürlich, ich habe die Glossy Box im Abo. Wäre jetzt ein bisschen doof, wenn es nur deutsche Boxen wären. Wobei da ja auch teilweise sehr viele Varianten immer dabei sind, wo man dann natürlich auch manche Produkte noch gar nicht kennt. Und ich habe hier Artikelnummer hinten die 28 einmal. Und das ist der schönste Moment, wirklich diese Boxen aufzuzippern. Es kommt zum Vorschein eine normale rosa Box. Ich denke mal, die wird dann aus Deutschland sein, können natürlich auch trotzdem Boxen aus anderen Ländern sein, sagte sie. Und oh mein Gott, ich freue mich gerade. Es ist nämlich eine französische Box, was ich am beiliegenden Flyer erkannt habe. Und welche Edition wir hier haben. Oh, oh, ich dachte gerade, da duftet was toll, aber nein, das bin ich. Ich habe nämlich von Sol de Janeiro mein kleines Spray hier drauf. Kommt, glaube ich, also nicht aus dieser Box. Hier ist ein Kärtchen zum Scannen und ist tatsächlich hier die Spring Awakening. Die war dann wahrscheinlich vor hier dieser wunderschönen Bag, die einmal war. Ist ziemlich leicht. Und dann schauen wir mal. Ich öffne mal den Baby. Einmal hier und... Oh! Mein Gott, Leute. What? 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 Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Was kommt mir hier als allererstes entgegen? Einfach eine BH Cosmetics Palette. Was? Wie krass ist das denn? Einmal diese Paris Palette von BH Cosmetics einfach hier drin.
Please, für mich hat sich's jetzt schon voll gelohnt. Was ist denn das hier für ein krasser Sale? Wie gesagt, dann noch mit 10%. Ich glaube, dann hatte ich noch ein paar Glossy Points, die man ja so sammeln kann, wenn man Bewertungen macht, und habe die noch eingelöst. Und oh mein Gott, die ist wunderschön. Schaut euch die mal an. Richtig nice. Erstes Produkt. Schöne französische Paris. Das passt ja auch richtig gut. Und hier sind noch vier weitere Produkte drin. Einmal, oh, der ist toll, den hatte ich in der Look Fantastic Box. Ach, so ein kleiner Stick hier zum Hydratisieren mit Shea Butter von First Aid Beauty. Richtig nice, hier einmal den mit drin. Dann habe ich hier einen Gel-Lip Liner von Epil. Schaut mal, in einer richtig interessanten Farbe, wo ich jetzt wieder nicht weiß, hatte ich den oder hatte ich den nicht? Muss ich mal schauen, ne? Einmal der hier drin. Dann habe ich hier von Olac, heißt das, glaube ich, ein Infinity Moisture Shine Lipstick in dieser Farbe. Also passend zum Lip Liner hier auch einmal mit drin. Ich mache das Ganze mal. Ich brauche wieder. Jetzt habe ich die Schere wieder hier beiseite gelegt. Leute, ich bin ganz aufgeregt. Was ist das? Mermaid Kiss. Also ich denke mal, so ein Brauntönchen wird das hier sein. Ich krieg hier gerade, das ist manchmal ein Krampf, diese Packungen aufzumachen. Oh mein Gott, ist der hübsch. Lauter schaut euch mal bitte diese Verpackung an. Meine Güte. Ich raste aus. Das ist der beste Glossy Box Sale meines Lebens. Es glitzert. Oh mein Gott, ist der hübsch. Ist das eine Schönheit. Oh mein Gott, er ist wunderschön. Nicht nur Packaging, sondern auch innen. Mega, mega nice. Dann habe ich hier von I don't know. Firming Eye Cream, also eine kleine Augencreme. 7,5 Milliliter ist hier auch mit drin. Und erste Box. Krass. Krass, Leute. Schreibt mal gerne jetzt schon. Also ich glaube, da kann ja nicht mehr so viel schief gehen. Ich stelle mal die leere Box hier beiseite. Und hier sind bestimmt auch deutsche Boxen drin, oder? Ich habe die Endnummer 26 hier einmal. Was hatten wir denn eben? Ich habe schon wieder vergessen. Wir lassen uns überraschen. Schauen rein. Vielleicht doppeln sie sich auch. Ist ja auch manchmal. Aber finde ich jetzt nicht schlimm bei dieser Box. Nee, die ist deutsch. Die ist auf jeden Fall deutsch. Es wird poltern. Ich schmeiß das einfach mal hier hin. Auch eine Glossy Box. Welche werden wir haben? Jetzt digital. You are loved. Oh, welche waren das? Die hat eine Pudelmütze auf. Januar, Februar vielleicht, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich öffne hier mal das Schleifchen. Okay. Oh, okay. Aha. Aha. Diese Box, okay. Auf jeden Fall was Cooles drin. Brushworks, einmal diese Teilchen, die ich super, super gerne mittlerweile verwende. Dann Pink Grapefruit und Mandarine, eine Bodylotion. Die hatte ich auf jeden Fall nicht bei mir drin. Von einer Tommy Kills heißt das, meine ich. Hier die einmal. Dann einmal Mineral Blush Desert Rose, ne? Von Bella Pierre. Einmal so schaut der aus. Dann habe ich hier was Kleines von Filorga, eine Age Purify Intense. Ah, das ist ein kleines Serum. Einmal hier mit drin. Und dann als letztes Produkt Avant. Oh, wie cool ist das denn? Ich liebe dieses Parfum, Leute. Das riecht so, so, so gut. Persian Sunset einmal hier als kleiner Nachschub. Oh Gott. Ich meine, das hat auch seinen Preis, aber ich liebe diesen Duft einfach. Deswegen freue ich mich gerade immens. Oh mein Gott. Auch eine richtig, richtig schöne Box. Ich weiß gerade nur nicht mehr aus welchem Monat, ne? Einmal diese hier.
Dann habe ich hier noch eine größere vielleicht. Oh, die ist schwer. Leute, die ist so schwer. Mit der Endnummer 15 habe ich hier eine Box. Auch mal aufzippere. Und diese wunderschöne Box. Oh mein Gott, die war so schön. Oh, das war ja diese kleine Hübsche. Komm her, du. Die ich hier einmal rausnehme. Ah, eine deutsche. Oh, da hätte ich mich auch für interessiert, was in den anderen natürlich drin gewesen wären. Ist aber hier eine deutsche Box. Übrigens hier, 50% Rabatt auf deine erste Bestellung. Ich liebe die Valdeos. Deswegen halte ich euch das hier mal rein. Ich habe zwar auch selber einen Code, mit dem bekommt ihr immer 20%, aber hier kriegt ihr als Erstbestellung 50%. Love it. Box, Glossy Box. Wir sind bei Glossy Box Sale. Einmal hier die Time to Discover. Diese riesenschwere Box. Was war denn da? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe mal gerade rein. Oh, cool. Da ist auf jeden Fall was, was ich noch nicht bei mir drin hatte. Oh mein Gott, das ist auch so eine. Dieser Sale, Leute, schnappt euch die Boxen. Es lohnt sich. Pineapple and Coconut mit Aloe Vera und Hyaluronsäure. Eine Kopfhautmaske hier von Style Track, ne? Ist hier drin. Dann von Dr. Pawpaw mit hier dieses Lippenprodukt einmal. Und dann ist das diese wundervolle Box, wo die Pawpaw-Ampullen drin waren. Oh mein Gott. Also, Leute, alleine die kosten ja so viel wie diese ganzen Boxen. Kollagen-Booster einmal hier mit drin. Hydrofugal, Duschfrische passt jetzt gerade super. Frischer Duft hier, einmal das am Start, so ein Deo-Roller, wird sich Schatzi freuen. Der mag zwar auch diese Wild-Deos, der hat gerade, oh, dieses oh, Thunderstorm, auch da sind wir wieder bei den Deos, ne? In Benutzung, was ich so liebe, auch vom Duft her, aber der mag das auch gerne mal, so ein Deo-Roller zu benutzen. Aber ich freue mich hier gerade über dieses Produkt und das ist, meine ich, von Trickle Moon. Aufmunterndes Sorgenlöser-Schaumbad. Oh mein Gott, das ist auch das, was so schwer ist, weil 475 Milliliter Cup of Positivity. Ich liebe Wortspiele. I love it. Wirklich eine kleine Lady in einer Tasse einfach. Riecht nach Süßholz und Apfelminze. I need to. Ich muss. Das riecht sehr, sehr, sehr lecker mit extra viel Schaum. Okay, ich würde am liebsten gerade in die Badewanne hüpfen, Leute. Und dann, ich habe so schön hier immer noch den Karton auf mir stehen. Ich hole mal die zwei schmalen Boxen auseinander. Leute, die klappert verdächtig, oder? 34, hier einmal. Zipperchen auf, ich glaube, das ist eine Blechdose. Auch 24, echt? Diese wunderschöne Box. Oh. Die ist so hübsch. Schaut euch die mal an. War das 24 oder Dezember? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Das sind neue Boxen auf jeden Fall. Nein, Spring Awakening steht hier einmal drin. You are so sweet. Ich weiß gar nicht. Ich habe gar nicht geschaut, ist das überhaupt eine deutsche? Ich habe gar nicht geschaut. Ich bin so geflasht gerade von diesem Sale. Und das Erste, was mich anlächelt, ist hier Miquara Zen Beauty Energy Boosting Flow Mask. Leute, ich glaube, das ist auch, ja, das ist auch wieder eine ausländische Box. Hier in dem Falle, wie gesagt, gleich erstmal eine Maske. Dann, oh mein Gott, Grissel. Von Yogo B. Niacinamide Serum, so ein kleines. Wie cool ist das denn? 15 Milliliter. Dann, oh, der ist wunderschön von der Farbe.
von Gosch hier. Ich muss meine Nägel machen, Leute. Ich hab heute keine Zeit mehr gehabt, meine Nägel zu machen. Einmal von Gosch hier, dieser wunderschöne Nagellack. Boah, die Farbe ist toll. Richtig, richtig toll. Time to discover, will du, will. Das ist irgendeine skandinavische Box, Leute, weil das kann ich nicht lesen, das ist kein Französisch. Und dann hier von Molton Brown, ein Bath and Shower Gel ist hier mit drin. Zypresse und Seefennel einmal. Und dann ist an der Seite hier ein, ich meine, Kajalstift. Boah, die Box alleine, ne? Freue ich mich auch gerade mega. Von Delilah, Eyeliner in Braun. Ne? Auch hier mit drin. Mega, 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 mega. Ich will mehr Boxen. Das macht gerade wirklich, ich habe die Freude, seit langem nicht mehr so bei einem Glossy Sale hier auszupacken. Und ich habe noch eine Box und freue mich auch darauf. Und das wird, denke ich, dann auch, wenn die schmalen, die Skandinavischen sind, eine von da sein. Es fragt sich nur, welche. Wieder die hübsche. Oh mein Gott, das ist doch hier. Was war es eben? Ich habe schon wieder vergessen. Einmal diese hier, die Springer Bag. Ihr hört nur noch oh und ah und oh mein Gott, aber wirklich, da kommt ein Duft raus. Was riecht denn hier so lecker? Mm. Wunderschönes Papier auch, ne? Das ist ja mega schön gemacht einfach. Also wirklich so, so nice gemacht. Mit hier einem Klebi auch wieder. Ich weiß, was hier so lecker duftet. Rituals! Wie mega ist das denn? Hier ist auch eine kleine Karte mit 15% von Rituals mit dabei. Mai! Magic Touch Body Cream. Die riecht so genial. Und die riecht hier, die ganze Box riecht nach dieser wundervollen Creme. Ich liebe den Duft. Reismilch und Cherry Blossom ist einer meiner liebsten Düfte von Rituals. Und hier haben wir dann von Dr. Lip noch diesen kleinen Nippelbalm, den man natürlich auch als Lippenpflege oder wo man gerade möchte benutzen kann. Einmal hier so ein kleiner Multi-Use steht auch drauf, ne? Richtig, richtig cool. Und dann habe ich hier einfach noch von La Roche-Posay etwas drin. Sensitive Cream, schaut mal Leute, die ist hier auch noch am Start. 15 Milliliter. Mega, 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 mega. Wohlgemerkt, hier kommen noch zwei richtig coole Produkte mit raus. Nämlich einmal ein von Nivea, ein Face, oh Gott, kriegt eine Gedankenordnung. Face, Eyes and Lips, hier so ein Abschmink-Zeugs. Einmal hier ein klein, aber macht der Sache ja keinen Abbruch. Und einmal eine nicht zerstörte kleine Palette von Bella Pierre mit wunderschönen vier Farben. Einmal hier mit drin, so Brauntönchen und Lila und Gold. Ist die noch irgendwo zu? Ich krieg sie nämlich gerade nicht geöffnet. Aber ihr habt sie ja gesehen, ne? Ich würde sie aber gerne swatchen, weil die ist hübsch, oder? Ach, ich weiß nicht. Leute, 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 was sagt ihr denn zu diesen Boxen? Also, da ist ja 0,0, da war nicht eine Box irgendwie doof. Ich fand die alle durchgehend mega. Hier sind so viele coole Produkte drin, ne, von Tracklemood. Auch, dass wir wirklich so unterschiedliche Boxen hatten, feiere ich. Hat sich safe gelohnt und ich hoffe jetzt gerade, ich kriege das Video rechtzeitig für euch raus, damit ihr dann noch zuschlagen könnt. Und ihr süßen Mäuse, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle bei euch und wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, Mittag. Je nachdem, wann ihr dieses Video seht, ich verabschiede mich hier echt mit einem dicken, dicken Grinsen im Gesicht und freue mich drauf, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, ihr Süßen, macht's gut. Tschüssi.